Die Schneeräumung hier am Großglockner war heuer unter einem besonderen Stern. Wir haben die letzten 3 Wochen immer wieder starke Niederschläge gehabt, auch teilweise feuchte Niederschläge. Das heißt, die Lawinengefahr war besonders groß. Letztendlich haben wir es geschafft. Der Durchstich ist vollbracht. Die Großglockner Hochalpenstraße, das größte nationale Denkmal, ist wieder für die Bevölkerung befahrbar. Die große Herausforderung war heuer bei der Räumung, dass wir extrem viel Schnee gehabt haben wieder. Die höchste Schneewand ist heuer 10 bis 11 Meter und eine Gesamtmenge von 800.000 Kubikmeter Schnee haben wir beiseite geräumt. 800.000 Kubikmeter Schnee, das entspricht ungefähr einem Zug mit 250 Kilometer Länge von Wien bis nach München, vollgefüllt mit Schnee. Also das ist eine enorme Räumleistung. Der Durchstich der Großglockner Hochalpenstraßen und somit die Verbindung wieder ins Bundesland Kärnten ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt. Und gerade heuer, speziell in diesem Corona-Jahr, freuen wir uns, wenn viele Österreicherinnen und Österreicher Urlaub zu Hause machen und eben dann dieses schöne Ausflugsziel, die Großglockner Hochalpenstraßen, eben auch besuchen. Wir freuen uns auf viele Gäste, wir freuen uns auf eine unfallfreie und gute Saison.